Hallo Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ja, ich dachte mal, ich habe ja lange nichts mehr über meinen Fuß erzählt, über den ich mir gebrochen hatte. Das war 2019 gewesen, dieser im Ende Januar, Anfang Februar war diese ganze Tortur, wo ich mir den Fuß gebrochen habe und operiert wurde. Und ja, und diesen Tag werde ich nicht vergessen in meinem Leben. Der hat sich so eingebrannt, wie das Ganze passiert ist. Und aber ich muss sagen, dass mein Fuß hat sich so gut erholt von dieser ganzen Tortur. Der Knochen ist so gut geheilt, dass ich eigentlich nichts mehr spüre. Auch die Naht sieht man kaum mehr. Man sieht auch nicht mehr da, wo diese Kanüle drin war, wo, damit der Eiter abfließt. Diese Hautstelle sieht man auch nicht mehr. Also ich muss sagen, das haben die bei der Charité wirklich gut hinbekommen. Auch die Materialentnahme haben sie wirklich gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir so einmalig gut hinbekommen haben. Zumindest haben sie es bei mir gut hinbekommen. Und ich bin denen wirklich sehr dankbar. Und ja, das die mich so wieder gut zusammengeflickt haben und dass ich eigentlich wieder alles so machen kann, was ich vorher auch gemacht habe und das gar nicht mehr spüre, dass da ein Knochen mal gebrochen war. Also es ist für mich wirklich eigentlich so wie vorher auch. Es ist, ich merke da überhaupt nichts mehr dahingehend, also dass da irgendwas gebrochen war oder merke auch keine Entzündung oder dass da irgendwas surrt oder keine Ahnung, dass ich da manchmal Schmerzen habe bei Überlastung oder so, habe ich nichts mehr, alles nicht mehr. Der Fuß ist wirklich gut geheilt. Und manchmal denke ich mir sogar, dass der rechte Fuß, der nicht gebrochen ist, dass der manchmal ein bisschen schlapper ist als der linke Fuß. Und zumindest der linke, der, wo der Bruch entstanden ist, der ist topfit. Also besser kann es meinem Fuß nicht gehen. Und ich hoffe, ja, dass das so bleibt natürlich, ne? Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit auch nichts mehr irgendwie dafür getan. Zumindest in Bezug auf Ernährung oder so, was ich wirklich die ersten 2 Jahre gut darauf geachtet hatte, dass ich mich gut ernähre, aber egal was ich esse, das hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie sich mein Fuß anfühlt. Ja, also es geht mir eigentlich gut damit. Ich kann mich gut damit bewegen. Ich habe keine Balance-Schwierigkeiten mehr, die ich ganz am Anfang hatte. Ich habe auch nicht Probleme, dass ich irgendwie denke, dass es irgendwie locker ist oder so. Das hatte ich ganz am Anfang, das komische Gefühl, dass es noch nicht ganz zusammengewachsen ist. Aber es ist wirklich alles, wie es sein soll und ich merke da nichts mehr. Und man sagt ja auch, nach 7 Jahren, glaube ich, regeneriert sich so ein Knochen. Also da ist dann wie neu wieder, weil die ganzen Zellen wieder neu aufgebaut werden. Daher bin ich voll glücklich darüber, dass ich das gut überstanden habe. Ich hoffe, mir passiert sowas nicht mehr in meinem Leben. Ja, und ich bin nochmal mit einem Schrecken davongekommen. Und ich merke auch jetzt nichts an Belastungen oder so, dass irgendwas darauf hindeutet, dass das irgendwie mit dem Fuß zusammenhängt. Ja. Und ich kann genauso viel Sport treiben. Ich jogge. Ich habe jetzt dieses Jahr wieder 5 Kilometer bin ich gelaufen. Da habe ich nichts gemerkt, dass irgendwie der Fuß wehgetan hat nach der ganzen Strecke. Nö. Also, ich muss ehrlich sagen, jetzt nach 5 Jahren ist alles topfit. Also für Leute, die eine WBA-B-Fraktur haben oder hatten
und noch vielleicht am Anfang stehen, lasst euch nicht entmutigen, es wird besser und es geht vorbei. Ja, das wollte ich nochmal so mitteilen. Und die Narbe ist wirklich ganz tiny. Man sieht kaum mehr. Also letztens habe ich meine Narbe gezeigt und derjenige hat sie nicht gesehen. Das ist das Lustige, das ist echt das Lustige. Hat mich gefragt, wo ist die Narbe? Also das sagt schon alles, oder? Ja, das war alles. Tschüss, liebe Leute.